Schieß, Bruder, es ist wieder soweit. Ja. Oh Mann, Alter, ich sterbe. Cringe. Sass, wir geben uns die schlechtesten Deutschrap-Lines. Volume 25, Freunde. Es gibt nur eine wichtige Frage. Und das ist, Bushido dabei? Wir müssen es wissen. Das ist wichtig. Doch, er wird dabei sein. Ich wette meinen Arsch drauf. Ja. Komm, wir gehen rein da. Mr. Klaus Maushaus persönlich. Sitze mit elf Jungs am Tisch wie das letzte Abendmahl. Die Leiter fällt. Nee. Ich wollte gerade sagen, das haben wir gerade gelernt. Judas ist nicht eingeladen. Ah, hat er berücksichtigt. Ey, das ist eine Folge mit Überlänge diesmal, ne? Krass, ja, Alter. Geil, oder? Ich freue mich total. Mega. Massiv haben wir jetzt hier. Bums euch in den Tod. Waffe an den Kopf, du wirst rot wie ein... Top. Rot. Top. Rot. Ach, geh zur Seite. Ich schreibe diese Bar... Fällt euch ein einziges rotes Boot ein? Nur Feuerwehrboote und Rettungsboote. Und das knallrote Gummiboot. Knallrote Gummiboot, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, Chat, oh Mann. Ja. Ja, ihr habt so recht. Ja, ihr habt so recht. Was hier nicht für Promo oder Fans und ficke jeden Hurensohn, der sowas von mir denkt. Irgendwann später. Meine fünfte Platte kommt, Bruder, eiskalter Engel. König der Doppelmoral, fertig aus. Ich will ficken Scheiß auf Liebe. Pearlhaber war ich. Ich sag's, weil ich Eier hab. Wie bitte? Du Arschloch, denkst du bist intelligent wie Einstein? Kein Scheiß, in Wirklichkeit bist du so klug wie Einstein. Ich fand den gar nicht so beschissen. Was? Hä, der ist gar nicht so schlecht. Ja, ich finde den auch. Wort auseinanderzunehmen und zwei Worte draus zu machen, um den Sinn zu verändern, ist jetzt nicht so scheiße. An sich bin ich da bei euch, aber er hat das nicht gut rübergebracht, finde ich. Also, ja, er hat sich Mühe gegeben. Das würde ich auf jeden Fall nochmal erwähnen wollen. Ja, aber kam bei mir nicht so an. Vielleicht hat er sogar Bilder verwendet und frei gesprochen, Olli. Ja, vielleicht. Ja. Ja, Chat hat, guck mal, Carmok sagt's perfekt, Idee gut, Delivery kacke. Genau so. Adidas Superstar Retro Style und du bist für mich Luft, Baby, CO2. Flairs guter Junge, guter Junge. Flairs guter Junge, guter Junge. Deine Mutter, sie ist gute Nutte. Du Schwanz! Sorry, bei Flair muss der immer rauskommen. Der ist einfach in mir drin. Jedes Mal, wenn ich Flair höre, muss einfach kommen. Du Schwanz! Weißt du, was noch in dir drin ist? Nee, der Witz ist schlecht. Sein? Ja, ist egal. Jo Lars, wir haben ja abgemacht, dass du ein Feature auf meinem Album bekommst. Jetzt kommt da. Schreib da bitte meinen Bart mit. Ich zahl dir auch mehr. Geht klar, Enes. Kann ich machen. Bitte achte darauf, dass es nicht zu sehr nach Ghost Rider klingt. Dieses Hip-Hop-Zeugs und so, das man von dir kennt. Mach dir keine Sorgen. Gestern war nichts, heute umgekehrt. Switch Stance. Yeah, pay diese Dues hier schon länger. Wu-Tang forever. Lieferando kriegt zum vierten Mal einen Anruf. Arme gestillt, Bart wie die Mähne von Berglöwen. Ja, warte mal. Die haben keine Mähne. Berglöwen haben legit keine Mähne. Bart wie die Mähne von Berglöwen. Ich baller den einen zum Zeigen, es gibt meinen Wald keinen besseren. Nein. Alter, gibt's nie. Hau die Bitch weg, doch sie kommt. Sorry, Alter, aber Suna klingt legit auch. Ich meine, ist halt auch schon älter, der Track. Aber er klingt immer, als hätte er aus Versehen auf Aufnahme gedrückt. Ja, Mann, aber es klingt ja richtig schlimm. Was ist das denn? Ja, das ist scheiße, Olli. Oh, ist auch richtig unangenehm, finde ich. Also. Here we go again. Aufzähler-Style, aber halt nicht so schnell. Dies. Das ist auch Marty. Nee. Das war Marty Fischer. Nein. Ja, du hörst da jetzt nochmal zu. Nicht so schnell. Diesmal auf Japanisch. Arabisch, Französisch, Türkisch und Deutsch. Japanisch. Gut, ich hätte weiterhören sollen. Japanisch.
Takeshi, Yamaha, Sushi Bar, Hongkong. Kung Fu. Honda, Mitsubishi, Tom Tom. Hyundai. Kawasaki, Shanghai. Shaolin. John Woo, Jackie Chan, Jet Li. Die kommen alle drei aus China, Mann. Yokohama, Casio, Huobai. Subaru, Saigon. Komm, ey, das Alter, kannst du doch nicht ernst meinen, nee, ey, ey, komm mal, das kann er besser. Ich mag den echt ja ganz gerne. Der ist auch selten hier in den schlechtesten Deutschrap-Lines, aber huiuiui. Manchmal komme ich mir wie Hitler vor. Ich gebe den Deutschen ihre Stärke und den Blick nach vorn. Yeah. Wow, alter Falter. Also ich weiß, wow. P-Tide ist ja bekannt für schwierige Texte, durchaus schwierige Texte, aber ja, aber das geht halt nicht. Auch nur, wenn du, das geht halt auch nur, wenn du sehr deutlich nicht Deutscher bist. Das ging also auch, so, also das ging auch gerade 2008 so, ging das gerade noch so, glaube ich so. Auch so ethnisch. Wild, ey. Das ist schwierig auf jeden Fall. Ja, lange nicht mehr so ein ausgeprägtes Schwierig im Chat gesehen. Ja, es war. Wo ich sagen muss, das Meme passt auch 10 von 10. Mm. Ja, genau. Ich kaufe genau. Eine Kette und der Goldpreising. Inflation. Falsch. Direkt auch wieder falsch, Digga. Völlig, also es ist ein bisschen verkehrt, es ist komplett absolut verkehrt. Ich komme ins Gericht. Ganz ehrlich, ich will mehr solche Memes von Monte. Ich finde Monte, ich bin ein gigantischer Fan von Monte-Fan. Was? Der hat so eine lustige Art an sich manchmal einfach, ja. Du bist ein Fan von Monte-Fans. Monte-Memes. Okay. So. Ja. Flo, jetzt kommt unser Endgegner. Tatsächlich unser persönlicher Endgegner. Wir haben es ja selber schon, wir hören ja beim Sport oft einfach ein bisschen Deutschrap und wir haben da selber schon Songs gehört, wo wir gesagt haben, man merkt einfach, dass heute ganz viele Leute direkt releasen, ohne dass da noch mal ein Label zwischen sitzt, die so Sachen checken wie, die Line kannst du so nicht sagen, das ist grammatisch nicht richtig. Wie kann der Mann reden? Ja. Und, ja. In den Raubmasken sieht man nur die Augapfel. Ich bleib am Block, weil mein Outfit nicht ins Club passt. Ich renn nicht mehr vor sie weg. Warte mal, vielleicht war das mit dem Augapfel vielleicht ja auch ein Zyklop. Das kann ja sein, weiß man ja jetzt nicht. Ich brauche ein bisschen Kontext. Mit Sicherheit. Ja, yeah, jetzt ist dein Kleinstadt geschockt. Ich sein dich nicht, weil du wie ein Schwuchtel rappst. Ja genau, wir sind die Jungs aus dem Tagesschau. Spürst du diesen Drama? Red nochmal von Schutzhallen. Und ich fick deine Mutter. Ich piss immer noch ins Pool, deine Frau. Oh, der ist so hart. Der tut mir richtig weh. Der tut mir richtig weh. Alter. Ey, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ganz ehrlich, Alter. Ich piss ganz immer noch ehrlich. Ins Pool deiner Frau. Es einfach ins tötet mich Pool direkt. Deine Frau. Alter. Oh. Boxe weiter in dein Milchgesicht, bis mein Faust blutet. Du hast ein 100.000 Euro Kette, ziehen aus. Auf den Range Rover sitzen. Digga. Was? Aber nee. Du hast ein Kette, zieh ihn aus, Olli. Ja, sorry, Mari. Ist, ich muss aber denken, an mir und mich verwechsel ich nicht, das kommt bei mich nicht vor. Ja, das stimmt. Ein flauschiges Gefühl, ich lausche an Karibikstränden, rauschenden Pazifikwellen. Jetzt muss man wieder nach Kontext fragen. Vielleicht redet Kollege einfach von einem heftigen Tsunami aus dem Pazifik, der es bis dahin geschafft hat. Kann ja sein. Das wäre sehr heftig, oder? Ja, das wäre sehr heftig. Die Wolke weint für deinen Mörder mit den iPods in den Ohren. Nope. Ja. Yo. Können wir uns nochmal darauf einigen, dass Horror-Rap wirklich einfach der lächerlichste Scheiß auf der Welt ist? Ja, das ging in den 90ern schon nicht klar, ne? Ist in den Nullerjahren mit MC Bastard und der ganze Scheiß, ey. Ich bringe dieser Wichser um sie, esse danach eine Pizza Fungi. Fühl ich. I'm confused. Der hat mir gefallen. Jemand wie dich gibt's nur einmal. Ja, ich weiß, dass wir haben es nicht einfach. Doch wenn einer von uns geht, wird's nicht leichter. Shit ist kompliziert wie der Dreisatz. Meine Ehre ist mir wichtiger als Geld. Und dein Onkel ist für mich der größte Gruppe dieser Welt. Hier. Über wen redet er? Über wessen Onkel?
Ich habe Fragen. Wer ist ein Onkel? Über deinen Olli. Aber warum? Wer hat ihm nichts getan? Einfach über deinen großen C, Alter. Bushido, warum redest du so über meinen Onkel? Einfach über deinen großen C. Oh Mann, ey. Oh Mann. Was, Mörder? Du bist gefährlich wie Säuglinge. Ich wie Häuptlinge, giftig wie eine Kreuzspinne. Das Gift der Kreuzspinne ist für den Menschen nicht gefährlich. Die vorne am Kopf sitzenden Giftklauen sind kurz und können die menschliche Haut kaum durchdringen. Wenn dies doch einmal klappt, etwa bei Kindern, juckt die Haut und der Biss ähnelt dem eines Mückenstichs. Ich schmeiße mir die Pillen in mein Jimmy-Glas, die ballern weniger, nicht der Gewaltige, den Pitbull auf Age. You what? Schick deinen Eltern von den Bahamas aus eine Briefmarke. Warum? Nice. Nice. Mach dein Baseballkleber, komm mit dem Baseballschläger, komm vom Urlaub und... War das eine teure Briefmarke? Nee. Wäre geil, wenn das jetzt eine blaue Mauritius gewesen wäre, Alter. Einfach nur eine Briefmarke aus Hawaii vor allem. Ja. Der Witz sagt nur noch, fick mich, gell, du Neger. Grenzwertig. Grenzwertige Aussage. Sollen die blanken Sachen, Alter, ist bei mir alles offen, egal ob 11, 12, 13, 14, Hauptsache besoffen. Digga, what the fuck? Digga, wie alt ist denn der Song, bitte? 2002. Das ist ja richtig heftig. Krass, Mann. Ja. Von welchem Sampler hat er den denn geholt, ey? Digga. Yo, Boss Explosive, was geht? Von wegen die besten Einspieler bei den schlechtesten deutschen Bands. Meins wäre Shakusa, wo er gerappt hat, dass sein Sack nach altem Lachs riecht. Sake Machi und danach bitte Stern eingespielt mit If you don't know, now you know. Das N-Wort kann ich nicht sagen. Also meine Lieblingsstelle war, komm mir nicht mit großen Schläger, du Hosenträger. Was ist das? Ich sag dir so, wie es ist, der beste Moment. Das sind Einsendungen auf Social Media, die er bekommen hat von Fans, die sagen, die Line muss noch rein, auf jeden Fall. Lol, Alter, aber okay, ist das jetzt bis zum Ende? Ich glaube ja, ich find's mega. Ich find's letzte super gut. Folge da, die eine, das war die letzte Folge? Was ist die letzte Folge? Das letzte Folge? Okay. Ich glaube, wir hören mal weiter. War Cappuccino kriminell von Kodo. Ich hab mich damals so weggelacht, ich wäre fast vom Stuhl gefallen, Digga. Mein persönliches Highlight, und ich denke mal, da werden viele die gleiche Meinung haben, ist aus Volume 5 die Line von Casey auf Platz 1. Brr, Uzi, Schniedel, Wutzi. Also, ja. Als ich das erste Mal gehört habe. Also, ich kannte yes. Das Legende. Und ich habe locker 10, 15 Minuten lang durchgehend gelacht in meinem Zimmer. Ich konnte einfach nicht mehr, weil die Casey Line Rebel. So random war. Samet, bist du Zuschauer bei uns? Ich könnte mir das fast vorstellen, das ist wirklich, also wir haben auch sehr hart gelacht bei dieser Line. Das ist einfach die beste. Wir haben sogar eine Command, glaube ich, ne? Mhm. Und so beschissen einfach und dann auch noch in Kombination mit diesem Meme, mit diesem What if you wanted to go to heaven, but God said. Die schlechtesten Lines 2020. Folge 2 von 2, als ich, also ein Clip von mir selbst, gefeatured wurde und alle mich dann im Internet gesehen haben. Oh, yeah, ich bin wortgewandt, du Horst, du Hans. Ich bin kühler ja. Als ein Kaltgetränk, du halbes Hemd. Es waren auf jeden Fall die besten. Big up an die Schreiber von Bushidos Texten. Mein Highlight war für mich auf jeden Fall die allererste Folge, diese Line von Alex Sesh mit ich verkaufe ihren Sohn auf Amazon einfach so und danach kommt dieser Cut, wo einfach so ein Baby gezeigt wird auf seiner Amazon-Seite, ne, mit so vielen Details drüber, Digga. Oh mein Gott, das war der größte Lachkick. So viel Liebe zum Detail. Brody ist breit. Ich gehe nackig. Ich lass Nacken knacken, ich gehe nackig kacken, ist halt so stark gewesen. Auf jeden Fall auch in meinen Top 3, möchte ich meinen. Safe, das war so lustig. Behindert sind und nicht laufen können, weil sie körperlich behindert sind. Also mein Lieblingsmoment war bei Folge 16, ganz am Schluss bei der Line von Lil Shrimp, wo er da so sagt, ich bin Dichter, ich bin Denker, Tupac, ich bin Schindler. Und dann kam einfach diese Einblendung von Farid, du bist ein Hurensohn. Also das hat mir echt mies Nachkick gegeben. Gut, lustig ist es. Ja. Schön wart. Vielen lieben Dank für alles, Boss Explosive. Genau so. Freunde, wenn ihr die anderen 24 Folgen nicht gesehen habt, rein da. Ja, absolut. Schaut sie bei ihm und bei uns dann. Yes. Oh. Schön.